Stimulus, 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 so langsam kann man es nicht mehr hören. Es kommt einem aus den Ohren heraus und faktisch ist es so, das versuche ich in diesem Video zu zeigen. Es macht keinen großen Unterschied. Die großen Trends, die bleiben erhalten. Das ist nur die nächste Überbrückungsdroge, die vielleicht ein, zwei Monatchen dann wirkt und dann haben wir dasselbe Problem. Da brauchen wir den nächsten Stimulus, weil sonst geht wieder nichts. Das ist doch eigentlich eine einzige Show, die da abläuft, die erbärmlich ist. Ohne diese Stimuli durch Notenbanken, durch Staaten wären die westlichen Wirtschaften und besonders die der USA wahrscheinlich gar nicht mehr überlebensfähig und die Aktienmärkte würden wahrscheinlich auch ganz woanders stehen, aber der Reihe nach. Schauen wir uns zunächst mal an, was jetzt hier heute zunächst der Fall war. Die Aktien steigen wegen Hoffnungen auf Fortschritte beim Stimulus. Gestern sind wir gefallen wegen, naja, verringerte Hoffnungen auf den Stimulus. Also es ist natürlich irgendwie auch intellektuell ein bisschen überschaubar, was da absolut passiert derzeit in den letzten Tagen. Die Begründung ist ein bisschen mau, aber schauen wir uns mal die Nachrichtenlage an. Heute Morgen ja, respektive gestern Abend schon nach Börsenschluss in den USA, hatte Pelosi gesagt, die Führerin der Demokraten, ja, wir haben die Differenzen so ein bisschen verringern können. Heute um 15 Uhr US-Ostküstenzeit, also 21 Uhr unserer Zeit, wollen sie wieder mal telefonieren, Pelosi und Mnuchin, wie oft haben sie schon telefoniert? Es ist wirklich nicht gerade ein Ruhmesblatt und vorhin hat Pelosi in einem Interview mit Bloomberg gesagt, ja, ich bin optimistisch, dass das funktioniert. Es gab übers Wochenende einige Veränderungen. Wir brauchen diesen Stimulus und bumm, sind die Aktienmärkte ein bisschen nach oben. Dann aber gleich auch wieder zurück, weil man eben sich sagt, naja, kann die ja sagen, aber was kommt dabei hinten dann wirklich raus? Wenn wir uns mal anschauen, was die Amerikaner hier gemacht haben, vor allem mit dem Stimulusgeld, dann ist praktisch dieser Stimuluscheck das Geld gewesen, das man hauptsächlich für neue Anschaffungen verwendet hat. Also das ist sogar mehr eingesetzt worden, jetzt dieses Stimulus-Scheck-Geld, das Helikoptergeld, um es mal klar zu formulieren, als das Geld aus eigener Arbeit und aus Ersparnissen. Also das ist so diese Pumpökonomie, die sich von einem Scheck jetzt MMT-mäßig zum nächsten schleppt. Und deswegen muss die Politik auch den nächsten Scheck gleich wieder rüberwachsen lassen, weil sonst der Konsum nicht mehr funktioniert und da alle sowieso unter Wasser stehen und völlig über ihre Verhältnisse leben, hat man nur zwei Möglichkeiten. Entweder man gesteht ein, dass man am Ende ist, oder man macht eben immer so weiter und dreht das Rad immer so weiter. Das gilt übergeordnet für den Westen insgesamt und das gilt für die Amerikaner ganz im Besonderen. Und deswegen ist diese Stimulusfixierung auch der Aktienmärkte sprechend ein Stück weit erbärmlich, aber zeigt eben auch, was da faktisch der Fall ist. Und wenn wir uns jetzt mal die Aussagen von Sid Donald anschauen, der wurde heute von Fox interviewt, hat er gesagt, ja, hier Pelosi will 2,2 Billionen, ich würde sogar noch mehr wollen, aber Pelosi will ja nicht so richtig. Und dieses Geld, so Donald Trump, das kommt ja wieder zurück. Also das wird ja dann wieder eingenommen. Das wird wahrscheinlich genauso eingenommen wie bei der Unternehmenssteuerreform. Da ist nichts eingenommen worden. Der Gewinn ist bei den Unternehmen verblieben. Die haben das steuerschonend in Aktien, Rückkäufe und Dividenden ausgezahlt und auf der anderen Seite dann eben dem Staat letztendlich auf der Rechnung sitzen lassen. Das republikanische Mantra, ja, wenn wir nur Steuersenkungen machen, dann zahlt sich das am Ende aus, weil ja dann die Wirtschaft stärker wächst. Die Historie zeigt und die Wirtschaftsgeschichte zeigt, dass dieses Denken leider falsch ist. Wäre ja schön, wenn es so ginge, aber es geht eben leider nicht so. Und ob das wirklich so ist, dass dieses Geld wiederkommt, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Am Beispiel der ruhmreichen EZB hier in Europa. Und hier sehen wir mal das Wirtschaftswachstum auf der einen Seite, das ist die blaue Grafik, und auf der anderen Seite die Bilanz der Notenbank. Und wir sehen, die Bilanz der Notenbank geht immer weiter nach oben und das Wirtschaftswachstum geht immer weiter nach unten. Klar, ist jetzt Corona-bedingt, aber insgesamt ist es so, dass dieses QI, was die Notenbanken machen, faktisch für die Katze ist. Das hat null Effekt fast auf die Wirtschaft und das sorgt nur dafür, dass wir sozusagen Vermögensassets aufblähen, weil alle praktisch durch die finanzielle Repression irgendwie irgendwo hin müssen mit der Liquidität. Also es ist ein solcher Schwachsinn. Wir werden wahrscheinlich in späteren Generationen auf diese Zeit zurückblicken und sagen, meine Herren, waren die dumm
in der Birne, was haben die da nur veranstaltet? Aber es ist praktisch undiskutiert, unwidersprochen. Es machen alle großen Notenbanken so, weil man sich sagt, naja, sonst müssten wir ja anerkennen, dass wir vielleicht in einer Wohlstandsillusion leben und so ein bisschen über unsere Verhältnisse leben, weil die Schulden eben deutlich schneller wachsen als die Wirtschaft. Also müssen wir immer so tun, als könnten wir durch die heilige Kuh Notenbank in irgendeiner Form was retten, was aber on the long run nicht funktionieren wird, sondern sozusagen nur eine Fata Morgana ist, ein Schein ist, der bald verschwinden wird. Hier sehen wir mal in den USA, wie die Sachlage sich darstellt. Da sehen wir diese abnehmende Treppengrafik, das ist das Wachstum innerhalb eines Wirtschaftszyklus und das Wachstum geht immer weiter nach unten und auf der anderen Seite sehen wir eben die Verschuldung eben dieser Wirtschaft in Relation zum BIP und das geht es wie eine Rakete nach oben. Das bringt es irgendwie auf den Punkt, was derzeit der Fall ist. Und ich glaube, das ist letztendlich sprechend ebenso wie der Glaube, dass man mit niedrigen Zinsen letztendlich auch Wirtschaft stimulieren und eine Wirtschaft auf Vordermann bringen kann. Hier sehen wir mal parallel das BIP und die Entwicklung der Leitzinsen in den USA. Da sehen wir, beides geht nach unten. Das heißt, die Wirtschaft geht nach unten, dann senken eben die Notenbanken die Zinsen. Aber durch das Senken der Zinsen wird die Wirtschaft nicht wirklich stimuliert, wird nicht wirklich nach vorne gebracht. Das ist doch genau das Problem. Es hilft also auch das billige Geld letztendlich nicht wirklich, das zu ersetzen, was entscheidend ist, nämlich Produktivitätswachstum. Und das haben wir nun mal nicht, zumindest nicht nach den herkömmlichen Kriterien, die wir dafür anlegen. Jetzt hier eine Grafik über die Zinsen in den letzten 5000 Jahren, beginnend beim Jahr 3000 vor Christus. Da waren wir noch bei 20%. Ich kann mich erinnern, da war ich noch relativ jung. Da war wirklich noch richtig, konnte man noch richtig mit Zinsen Geld verdienen. Dann ging es schon bald Richtung 4, Richtung 2%. Dann haben wir noch mal so einen kleinen Ausrutscher. Dann in den 70er Jahren, als die Inflation in den USA ja massiv nach oben schoss und seitdem sind wir praktisch Richtung Null oder Richtung Minus unterwegs, wie in Europa bei dem Einlagezins. Und das angesichts einer ausufernden Verschuldung werden die Zinsen immer niedriger. Das ist natürlich auch fürchterlich logisch. Und wenn wir uns jetzt mal die Aktienmärkte anschauen, dann sehen wir, wie ist denn das Verhältnis bei den letzten Wahlen in den USA gewesen in Relation Aktienmärkte zum BIP. Und da hatten wir im Jahr 1996, brachten die Aktienmärkte 87% des BIPs zur damaligen Zeit auf die Waage, 2000 125%, 2004 88, 2008 sogar nur 67 und jetzt im Jahr 2020 sind wir bei 182%. Da sehen wir praktisch die Auswirkungen der Notenbank-Illusion, dass man ja Wirtschaften irgendwie stabilisieren kann. Was man tut, ist die Aktienmärkte zu stabilisieren, womit dann ein paar wenige letztendlich profitieren, aber die Mehrheit eben nicht, schon gar nicht in den USA und noch weniger in Europa. Dementsprechend ist das ein Mechanismus, der für mehr Ungleichheit sorgen wird. Und wenn wir nochmal in die USA zurückkommen, dann sehen wir hier eine Grafik der Welt, die zeigt, dass ja um und bei 313 Millionen Menschen im Jahr 2016 bei der letzten Wahl in den USA gelebt haben, davon 232 Millionen wahlberechtigt, davon haben aber nur 123 Millionen gewählt, also 39%, und davon wiederum haben 59 Millionen Trump gewählt. Dementsprechend sind das nur 19% der gesamten Bevölkerung, die faktisch dann den US-Präsidenten gewählt hat. Also etwas mehr als, hier sehen wir also, wie krass letztendlich die Nichtwähler die entscheidende Fraktion sind in den USA, weil die sagen, ändert sich sowieso nichts und vielleicht haben sie sogar recht, denn zumindest in Sachen Schulden und weitermachen wie bisher wird Biden das gleiche machen wie Trump, das ist mal ganz sicher. Kommen wir zu den Märkten, meine Damen und Herren. Hier sehen wir, dass der Nasdaq zum Beispiel jetzt in diesem Jahr 73 Aufwärtstage hatte in den letzten 3 Monaten. Das hat man nicht allzu oft und meistens kommt dann eine Phase, wo es dann ein bisschen schwieriger wird, wo dann Rücksetzer kommen wie in der Vergangenheit. Und wir haben so ein bisschen jetzt die Situation, dass wir eigentlich eine gute Berichtssaison haben, soweit sie bisher angefangen hat. Auch wenn IBM heute, die gestern ja gemeldet haben, deutlich unter Druck ist mit über 6%. Aber insgesamt haben wir bei Earnings per Share übertreffende Erwartungen bei 82% der meldenden Unternehmen. Selbst bei
den Sales, also bei den Umsätzen sind es 73%, aber wir sehen, dass durchschnittlich eine Aktie oder das, die Aktie eines Unternehmens, das meldet, durchschnittlich 1% verliert an dem Tag, an dem die Zahlen gemeldet werden. Zunächst verloren hat auch Google, um dann aber doch zu steigen, obwohl das Justice Department, also praktisch das, ja, das Ministerium für Justiz in den USA, eine Untersuchung, eine Kartelluntersuchung jetzt, ein Kartellverfahren eingeleitet hat gegen Google. Da werden sich verschiedene US-Bundesstaaten anschließen. Der Kurs ist dennoch gestiegen. Das macht natürlich Sinn, aber Google könnte eben erst der Anfang sein. Das wird bei Facebook, bei Amazon, bei Apple wahrscheinlich nicht viel anders sein, so meine Vermutung. Und wenn wir uns hier mal Google anschauen, welchen Marktanteil das in den USA hat, bei Desktop fast 80%, im Mobilbereich, der ja wichtiger und immer wichtiger wird, sind es weit über 80%. Da könnte man also durchaus schon von einem Monopol sprechen. Und nachbörslich heute noch interessant, Netflix, da ist die Whisper-Erwartung, also die Flüsterschätzung bei $2.19, Konsens ist $2.13, heute die Zahlen um 22 Uhr bei Finanzmarktwelt.de. Werden Sie darüber informiert, meine Damen und Herren? Schauen Sie da mal rein, das ist wichtig für die Psychologie, des Marktes. Gerade der Tech-Sektor reagiert auf diese Netflix-Zahlen immer relativ stark, denn das ist sozusagen ja so ein Lieblingskind der Tech-Werte hier Netflix. Großartige Serien, teilweise großartige Dokumentationen, muss man ja sagen, aber man hat eben sehr, sehr teuer produziert, hat jetzt erstmals gesagt, okay, wir müssen die Kosten ein bisschen senken, könnte vielleicht ein kleines Indiz dafür sein, dass die Zahlen nicht ganz so großartig sind, wie viele sich erhoffen. Wir werden sehen bei Finanzmarktwelt 22 Uhr und jetzt wünsche ich schöne Feierabend Ihnen und sage Servus und Ciao.